So Leute, morgen, grüß euch wieder. Ja, wir sind wieder unterwegs bei unserer Tour hier, unserer Herbsttour. Heute wollen wir nach Delfin fahren. Und schaut mal, wo ich jetzt gerade bin hier. Volkswerft Stralsund. Guck mal. Ja, die gute alte Volkswerft, immer noch so. So, wir haben uns wieder eine schöne Tour rausgesucht hier. Nach Delfin. Wir sind jetzt gerade über den Rügendamm wieder rüber. Und radeln frei weg. Ja, Wetter ist heute so durchwachsen, würde ich sagen. Ein bisschen kälter als sonst. Ich habe mir heute mal eine lange Hose angezogen und eine etwas dickere Jacke. Ja, aber jetzt fahren wir hier lang. Durch Stralsund durch wahrscheinlich und dann wieder ein bisschen ins Landesinnere. Aber ich denke mal, es wird heute eine gute Tour werden. 30 Kilometer soll die lang sein, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier geradeaus und dann immer der Nase nach, würde ich mal sagen. Also, bis gleich, Leute. Guck mal hier, diese alten Gebäude hier aus DDR-Zeiten stehen immer noch. Ich weiß ja nicht, was da mal drin war. Volkswerft Stralsund. Könnte man auch VEB sagen, wa? Ich weiß es nicht. So sieht's hier aus. Cool. Und ein ordentlicher Wind pfeift hier lang. Und hier sehen wir wieder schön den Sund. Guck mal hier, auch ein schöner kleiner Hafen hier mit Angelverein. Und da hinten sieht man noch so die Halle von der Volkswerft. Da sind wir jetzt eh mal rumgefahren. Ja. Ja, coole Ecke hier. Hoffentlich hält sich das Wetter so. Ist jetzt ein bisschen bedeckt. Ihr seht es ja. Aber ansonsten kann man gut fahren. So, jetzt geht's hier lang weiter. Zack. Immer geradeaus. Schöner Asphaltweg. Und hier ist so eine kleine Kleingartensparte. Mit ein paar Einfamilienhäuser. Ah, herrlich. Mal sehen, was der Tag heute so bringt. Und immer geradeaus weiter hier. Ist richtig schön angelegt hier, der Radweg. Geht immer an der Küste lang hier. Links ist Wasser und rechts ist bebaut. Und gibt auch hier auch so wieder so ein kleiner, schöner Spielplatz. Und hier so ein Blick. Guck mal. Immer wieder so ein schöner Blick hier. Da kommt man noch runter zum Wasser. Hier ist eine Treppe. Da kann man runter. So ein schmaler Strand. Könnte man theoretisch auch baden. Eben waren wir in Delfin. Oder Delfin. Wie man es spricht. Und sind jetzt hier wieder auf so einen schönen Radweg und fahren jetzt so ein bisschen ins Landesinnere. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Okay, spannend. Hagen. Und hier ist die Feuerwehr von Brandshagen. Aha, guckt mal. Und da vorne müssen wir rechts rum. Jawohl. Abzhagen, Richtung Abzhagen. Aha, also dann, oh, was steht denn hier? Hier steht ein Zeugnis. Warte. Den hat's aber entschärft. Guck mal hier. Junge, Junge. Hoffentlich ist da nicht so viel passiert. Ah, der sieht ja furchtbar aus. Der hat's ja voll zerledert. Junge, Junge, Junge. Nicht schön, nicht schön. Naja, wir fahren weiter. Ah, und hier kommt wieder ein Trecker. Junge, Junge. Hier ist gerade die Rübenernte im Gange. Hier fahren lauter Trecker lang. Einer größer als der andere. Wahnsinn. Naja, Rüben müssen ja auch vom Feld runter.
So, wir fahren jetzt hier schön die alte Landstraße lang. Wir sind gerade rüber über die B105 und fahren jetzt hier ein Stückchen Landstraße. Ich glaube, das ist die L222. Das ist eine Landstraße, die führt jetzt hier auch noch über die Autobahn. Und dann können wir hier schön gemütlich unsere Radtour fortsetzen. Beim Wetter haben wir immer noch Glück. Jetzt ist es sehr aufgeheitert und der Himmel ist blau. Ein paar einzelne kleine Wölkchen. Aber Wind. Wind haben wir ja schon viel. Also da müssen wir ja schon kämpfen. Aber haben wir gerade Rückenwind. Ja, fährt sich natürlich cool mit Rückenwind. Naja. Also, jetzt geht's hier rüber. Oder ist das okay? Das ist doch so eine Landstraße. Nee, das ist eine Autobahn hier, oder? Ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es eine größere Straße. Und da kann man nicht drauf fahren. Also müssen wir hier rüber. Weiter geht's. Kilometer schruppen. Jawohl. Leute, wir sind in Wüstenfelde. Und hier sind ein paar Pferdchen am Bahnhof. Guckt mal. Na ihr? Ah, lecker Heu, hä? Jo, wir fahren jetzt weiter hier über den Bahnsteig, über den Bahndamm. Und dann immer geradeaus die Landstraße weiter. Oh, wir fahren jetzt hier so einen kleinen Offroad-Weg. Junge, Junge, Feldweg, würde ich mal sagen. Wo viele Traktoren langfahren hier, ne? Sieht man ja rechts und links, aber hier in der Mitte. Da haben wir noch ein Stückchen befestigte Fahrbahn. Mal gucken. Aber da vorne sehe ich schon eine Laterne. Da wird wieder eine richtige Straße sein. Haben wir ja Glück gehabt. Da haben wir ja Glück gehabt. Wie heißt das Dörfchen? Zarrendorf. Jawohl. Zarrendorf ist unsere Rettung. Auf Rot. Zu on-road. Scheiße. Muss ich doch noch mal runter. Jetzt. Jawohl. Weiter geht's. Ja, schöne Straße. Cool. Also. Guck mal Leute, hier geht's nach Zitterpenningshagen. Komischer Name, oder? Und hier steht ein ganz großes Schild, Findlingspark. Findlingspark, der geht da lang. Wer weiß, was das ist? Wahrscheinlich diese ganzen Findlinge von den Feldern zusammengetragen und als Park hingestellt. Und hier haben wir eine schöne Rasthütte. Gut gemacht, muss ich ja sagen. Schlossen. Und fahren doch noch mal zum Findlingspark. Mal gucken, wie es da aussieht. Bin schon gespannt. Wir gehen noch mal 4 Kilometer. Und dann gucken wir mal. So. Und jetzt fahren wir in den Findlingsgarten. Und hier ein Hund. Der nicht sehr freundlich ist. Aha. Dann gucken wir mal, wie der Findlingsgarten aussieht. Boah, zum Findlingsgarten. Guck mal. Und hier liegen sie schon rum, die großen Steine. Die sind so ja nummeriert. Da muss man mal gucken an der Schautafel, was das zu bedeuten hat, wo die herkommen. Hier, guck mal. Schön angelegt. Kann man ja nicht meckern. Findlingsgarten, Zitterpenningshagen. Jawohl. Schön gemacht. Lesen wir uns noch durch. Jetzt stellen wir unsere Fahrräder mal hin hier. Und dann gucken wir mal. In der Mitte natürlich dieser große Findling hier. Cool. Und der große Stein in der Mitte, das ist ein Granit. Das ist der größte hier in der Ausstellung. Wahnsinn. Ja, und so sieht es hier aus.
Hier sind noch Bänke. Gucken, was hier zu gucken gibt. Ah, das ist eine Skulptur. Ah, okay. Das ist ein kleines Wäldchen hier hinter. Ja, kann man schön verweilen hier. Auch schön für Picknick machen und so. Da ist auch noch mal so ein kleiner Ausblick hier, wenn man hier durchguckt. Ah, schön angelegt. So, wen haben wir hier? Auch wieder so eine Skulptur aus dem Stamm geschnitzt. Kleiner Hase. Hat du Möhren? So, so sieht es ja aus. Guckt mal. Boah, was ist denn hier los? Steht auch noch was. Auch noch mal so ein. So eine Beschreibung. Wanderweg. Biotop. Ah, Wanderweg Biotop, alles klar. Und hier, was haben wir hier? Sol. Sol, Sol. Och, da ist eine schöne Bank mit Steinen. Das sieht ja gut aus da. Hier noch so eine schöne Schutzhütte. Schön angelegt. Für Kinder ideal zum Spielen hier. Wiese. Und hier hinten geht's weiter. Also ist wirklich richtig schön gemacht. Herrlich. Super. Naja. Dann werden wir mal unsere Fahrt fortsetzen. War eine schöne. Nochmal eine schöne Aussicht hier. Da hinten ist schon wieder die große Brücke von Stralsund. Und da vorne stand ein Schild. Stralsund 2 Kilometer. Naja, dann lassen wir uns mal so ein bisschen treiben Richtung Stralsund. Dann noch über den Rügendamm. Und dann sind wir schon wieder in Altefähr. So schnell geht's. Zack. Da hinten ist die Halle wieder, diese Werfthalle von der Volkswerft Stralsund. Guckt, könnt ihr das sehen? Jetzt sind schon noch Bauwerke da. Immer größer und immer besser. Oh, der Wind hat ganz schön aufgefrischt. Junge, Junge, pfeift richtig. Ist auch wieder ein bisschen kühler geworden, trotz Sonne ist es wieder kälter. Morgen soll übrigens Regen kommen, laut Wetter-App. Ja, da bin ich ja gespannt. Dann wird es nicht mit Fahrrad fahren. Dann werden wir wahrscheinlich einen Tag Pause machen und werden in die Schwimmhalle gehen und in die Sauna. Ja, hurra. Wir wissen aber noch nicht wo, vielleicht nach Bergen. Da gibt es ein Sportbad mit Sauna. 3 Stunden kann man da baden und saunieren. Zu einem Preis. Und dann gibt es die andere Schwimmhalle hier in Stralsund, aber da wollen wir nicht hin. Das ist mehr so ein Spaßbad. Und dann gibt es noch auf Rügen noch eine, da wisst ihr jetzt nicht mehr, wo das war. Das ist noch mal Richtung Göhren, da die Ecke. Müssen wir uns morgen entscheiden, wo wir hinfahren. Mal gucken. Wir sind in Stralsund. Wir sind in Stralsund. Unschwer zu merken. Wieder ordentlich Verkehr hier. Ein Haufen Autos, breite Straßen. Ja. Und hier ist die Störtebeker Brauerei. Na, wer sagt's denn? Weltweit prämierte Braukunst. Störtebeker, cool. Hier, guck mal. So sieht's hier aus. Fahren wir mal rauf. Hier das alte Brauhaus wahrscheinlich. Und hier geht's drin. Zur Manufaktur. Zum Laden. Zum Bier. Cool.
Jo, war ich tatsächlich drin und habe mir einen Sandtown Naturradler geholt hier bei Störtebecker. Und jetzt gucken wir noch mal in die Gaststätterin hier. Boah, das ist aber schön hier. Die alte Event-Location. Ja, sieht gut aus. Guck mal, so sieht das hier aus. Gut gemacht. Alte Braumanufaktur. Leute, guckt mal, hier die alte Stadt. Die normale alte Stadt eigentlich. Oh, Mietshäuser rechts und links hier. So wie überall. Denkt man ja nicht, ist aber so. Ja, nicht nur Urlaub, auch Alltag kann man hier sehen. Ja, wir fahren nochmal über den Hafen. Oh, wir sind nochmal im Hafen hier in Stralsund. Jetzt nochmal die Gorsch Fock 1 hier, haben wir ja gestern schon gesehen. Guck mal, immer wieder cool. Ordentliches Ding. Pfeift der Wind. Sieht so sauber aus hier, weil das so neu. Alles schön und neu hier. Hier, guckt euch nochmal die Gorsch Fock an. Ordentlicher Kahn. So, wir machen hier noch einen kleinen Abstecher zum Marinemuseum. Wir sind jetzt hier auf der Insel Denholm. Zwischen Rügen und Stralsund, also dem Festland. Und dann gucken wir mal ein bisschen rum hier. Aha. Und wie es aussieht, ist er zu geschlossen. Naja, das ist halt so. Marinemuseum Denholm. Öffnungszeiten. Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Und heute haben wir Montag. Jo, dann ist zu. Müssen wir nochmal her. Und gucken. Guck mal, Leute, hier ist so ein Schnitzen. Künstler, so ein Künstler, so ein Schnitzenmeister am Werk hier. Schnitzt Holzfiguren. Guck mal, eine Hexe hier. Oh, eine Hexe. Und hier ist ein richtiger Schnitzpark. Das ist ja cool. Guck mal, so sieht das aus. Und da ist er gerade am Schnitzen. Guck mal, Leute, hier. Ja. Ordentlicher Schnitzpark hier. Jetzt geht's hier rum. Zum alten Marinehafen. Hier lang. Es gibt ordentlich viel zu sehen hier. Ferienwohnungen kann man hier auch buchen. Hier alte Schuppen. Aber wir sind immer noch auf Denholm hier. Holzlager. Wow, cool. Oh, riecht hier richtig nach altem Holz. Wow. Hier auch. Da hier ist Bootshalle. Oh, das ist jetzt runter. Der Marinehafen hier. So, guck mal. So sieht's hier aus. So, und hier steht noch aller Raupendrehkran. VEB Förderanlagen, 7. Oktober Magdeburg.
Dir 65. Irre. Und der funktioniert immer noch. Jetzt sind wir hier in so einem Hotel auf Denholm. Das ist eine Tauchbasis. Guck mal. Kann man noch tauchen. Das ist ja ein Tauchshop. Hier. Handzeichen, Tafel. Da vorne geht's weiter. Gucken wir noch mal hin. Das ist der Eingang. Hotel Denholm. Und hier ist so eine Location, Tauchturm, Restaurant. Aber es sieht alles so ein bisschen verlassen aus. Naja. Und hier ist der Sund im Hintergrund. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf den Hafen. Den alten Marinehafen. So, jetzt fahren wir rüber zum kleinen Denholm. Eine Insel. Von der Insel. Da waren wir da hinten. Da ist die Tauchschule oder der Tauchshop. Und hier kann man noch mal Stralsund sehen. Und die Krüisenbrücke hier. Wahnsinn. Ah, das ist schon cool. Ja, und das ist die kleine Insel hier. Zum kleinen Denholm. So, jetzt ist hier die Hafenausfahrt und Ende im Gelände. Weiter geht's hier nicht. Und hier lang geht's auch nicht weiter. Also fahren wir hier lang. Fahren wir zurück. Fahren wir wieder zurück. Oh, schon eine wilde Gegend hier. Schön urig. Herrlich. Das ist Natur pur. Eine kleine Fischerei, auch nicht schlecht. Cool. Ja, hier gibt es noch was zu gucken. Hier gibt es noch was zu entdecken. So, jetzt fahren wir wieder in Alte Fähr ein hier. Das ist ein Ortseingangsschild. Alte Fähr, Landkreis. Vorpommern-Rügen. Jawohl. So. Ja, waren wir heute den ganzen Tag unterwegs wieder mit dem Rad. War wieder eine coole Tour. Wir haben wieder viele gesehen. Also echt, heute war wirklich cool. Jetzt zum Schluss vor allen Dingen nochmal. Werdet ihr dann in dem Video sehen oder habt ihr dann schon gesehen? Diese Inseln hier, diese Denholm-Inseln, die große und die kleine. Das war schon beeindruckend, was da so los ist. Ja, Leute, dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Morgen wieder.
Mal sehen, ob das morgen was wird. Soll ja regnen. Mal gucken. Also Leute, macht's gut, haut rein, bleibt gesund, fahrt selber mal raus mit dem Fahrrad und entdeckt die Welt sozusagen. Ansonsten haut drin, wa? Aber jetzt muss ich erstmal hier langfahren. Ich kann mich ja nicht richtig verabschieden. Alter Vater, komm ich mit auf dem Weg? Haben sie da einen Sandhaufen hingekippt? Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Also hier wieder hoch. Gut jetzt aber. Leute, macht's gut, bleibt gesund, wa? Bis dann, ciao! Uah. Moin Leute, grüß euch, hier kickt mal ordentliche Kastanien. Kastanienbaum. Ja, moin nochmal, ja, wir sind hier wieder unterwegs heute. Schön auf der Insel Rügen. Sind heute früh schön aufgestanden, haben schön gefrühstückt. Sogar die Sonne ist heute mit an Bord hier, schaut mal. Jedenfalls ein bisschen da über die Bäume. Und wir fahren heute wieder eine kleine Tour. 30, 40 Kilometer wollen wir heute fahren Richtung Rambin und wieder zurück nach Altefähr. Haben wir uns eine schöne Tour rausgesucht, geht über Dörfer und so. Mal gucken, ja. Wenn was ist, dann melde ich mich natürlich, wa? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dann geht's los, wa? Also. Bis gleich. So, wir waren jetzt in Nesebanz und fahren jetzt weiter Richtung Gusto. Hier eine schöne Teerstraße. Herrlich. Kann man schön fahren. Schöne Natur hier. Und der Bauer hat schön sein Feld gemacht hier. Ja. Gestern waren wir übrigens in Greifswald, im Erlebnisbad, schön geschwommen und Sauna haben wir gehabt. Oh, war herrlich. War eine schöne Saunalandschaft da, konnte man schön baden und saunieren. Ach, schön Aufgüsse mitgemacht, war herrlich. Ja, 3 Stunden haben wir dort uns eingebucht im Bad und es war herrlich. Ja, und dann sind wir noch einen ganzen Tag in Greifswald rumgeirrt, haben noch ein bisschen uns was angeguckt und sind dann abends nach Hause gefahren. Das sind ungefähr 40 oder 43 Kilometer von Altefähr entfernt. Ja, war eine coole Runde, hat Spaß gemacht. Hat ja auch ordentlich geregnet gestern. Heute soll es nicht regnen oder erst später, 17 Uhr laut Wetter-App. Ja, werden wir mal sehen, ob das stimmt. Bewölkt ist es jedenfalls schon, aber die Sonne ist da, ein bisschen blauer Himmel. Ist auch am Start, also wir gucken mal. Jo, also, bis dann. Und wir sind in Gusto. Hier pfeift der Wind, Leute. Hört ihr das? Vielleicht auf dem Mikro? Ich habe zwar so einen Windschutz drauf, aber hier pfeift der Wind. Junge, Junge, Junge. Jetzt haben wir die Richtung gewechselt. Jetzt fahren wir nach Nordosten. Und jetzt müssen wir mal gucken. Da hinten sind alles voller dunkler Wolken. Eieiei, hoffentlich regnet es heute nicht. Auf alle Fälle fahren wir jetzt erstmal steif gegen den Wind. Oh, warte, sieht gar nicht so aus auf der Kamera, aber das wedelt hier. Naja. Aber eine schöne Ecke hier. Alles schön sauber und ordentlich und gepflegt. Rasen hier, die Seiten schön geschnitten. Herrlich. Thank you.
jetzt ein Blut so hoch. So ein kleines Dörfchen hier. Und wir fahren jetzt geradeaus weiter. Und zwar nach Poseritz. 3 Kilometer. Immer geradeaus. Jawohl. Und der Wind pfeift immer noch. Guck mal hier in der Molkerei. Kann man mal ein bisschen zugucken, wie sie hier die Milch verarbeiten. So, jetzt hier lang, Richtung Rambin, dazu. Hoppla! Jo, jetzt haben wir uns umentschieden, aufgrund der Wetterlage. Hat schon ein bisschen genieselt, habt ihr gesehen vorhin. Fahren wir jetzt weiter. Oder haben wir die kürzere Route avisiert. Also wir fahren jetzt Richtung Nordwesten. Haben die Richtung geändert. Wir fahren hier so eine kleine Straße lang und ja, ist halt nicht mehr so die große Tour, die wir jetzt vorhaben. Boah, guck mal Leute hier, eine ganze Allee hier oder Straßenbäume als Nussbäume. Das ist ja auch, das habe ich ja auch noch nie gesehen. Die ganze Straße lang, alles voller Nussbäume hier. Hier sind ja keine Nüsse. Haben die wahrscheinlich schon alle abgepflückt oder runtergefallen. Die Leute haben sich die geholt hier. Oh, jetzt haben wir unsere Mittagspause beendet und fahren wieder zurück. Wir haben uns alle unsere Sachen angezogen, die wir haben. Heute ist auf jeden Fall so kalt geworden. Durch den Regen und so. Boah. Ja, jetzt geht's wieder zurück. Hier, Straße lang, alte Fähr. Jetzt kommen wir erstmal so an so einem kleinen Dörfchen vorbei hier. Zwei Häuschen, mehr gibt's nicht. Rechts und links, vorne und hinten überall Felder. Aber schöne Natur hier. Guckt mal da hinten. Da ist diese Volkswerft Stralsund. Da ganz hinten, ich glaube, das sieht er ja nicht. Ein Baum davor. Jetzt kann man es wieder sehen. Eine Riesenhalle. Das ist ein markanter Punkt hier in der Natur. Da kann man sich dran orientieren. Ja. Und wir fahren jetzt hier den Feldweg lang. Hier ist das Zeichen, Radfahrweg. Jawohl. Sind wir richtig. Jetzt sind wir wieder in Gustow, Landkreis Vorpommern-Rügen. Ja, von hier kommen wir eigentlich auch schon. Also hier waren wir schon, also nicht in dieser Straße, aber wir waren hier schon. Genau. Jetzt fahren wir einfach mal hier lang. Hier waren wir vorhin schon. Feuerwehr von Gustow. Jawohl. Die Kirche. Ja, ein schöner Spielplatz. Und ein Inselladen. Und hier ist die Kirche. Guck mal hier die ganzen Enten. Eine Aufregung hier, mein lieber Mann. Ja, ja. Och, du grüne Neune. Was ist deine Schreie hier? Ja.
Na dann, wir fahren weiter. Macht's gut. Oh Mann. Ja Leute, vom Fahrrad zu Fuß jetzt. Ja, wir sind nochmal in Stralsund unterwegs zu Fuß. Und gucken uns noch ein bisschen die Stadt an hier. Guck mal hier. Schönes altes Häuschen hier. Dazwischen. Zwischen den neuen hier. Cool gemacht. Da hinten ist die Kulturkirche hier. Da waren wir schon mal drin. Ja, und wir laufen jetzt die Straße runter hier. Leute, das ist nicht die Kulturkirche, das ist einfach nur das Rathaus hier. Von Stralsund habe ich vorhin verkehrt gesagt. Aber hier waren wir auch schon drin. Hier waren wir schon drin, da kann man durchgehen. So eine finstere Gemäuer sind das. So Leute, guck mal. Jetzt laufen wir wieder zum Auto. Jetzt sind wir hier noch unterwegs. In Stralsund, komm gerade aus der Stadt. Hinter mir ist die Altstadt. Hier ist ein kleiner See wieder, sind wir auch schon mit dem Fahrrad lang. Und jetzt laufen wir zu unserem Parkplatz, wo unser Auto steht. Ja, war ein schöner Tag heute. Cool, dass ihr mit dabei wart. Jetzt beende ich das Video hier an dieser Stelle, wa? Und morgen mal sehen, wo da uns hin verschlägt. Also Leute, dann tschüss, bis morgen, bleibt gesund und ciao!